LS19 Pharmatown, Moment. So. Gut. Im letzten Stream haben wir ein bisschen weitergebaut und noch vieles andere. Und falls ihr euch gerade fragt, vielleicht seht ihr das oben schon. Es wird von mir eine Feuerwehr aufgebaut. Ihr seht es schon. Also es ist schon ziemlich laut, aber es ist geil. Naja, auf jeden Fall werden wir heute noch vieles andere machen. Wir werden erstmal noch ein paar Feuerwehrautos holen, die dann in die Halle fahren. Und so weiter und so fort. Man kann auch mal kurz eine Tour mit Sirene fahren, kann kurz laut werden. Das ist schon ziemlich laut. Also, vor allem, ich habe jetzt gerade auch über Kopfhörer den Sound und das ist halt ziemlich laut. Aber es geht halt trotzdem irgendwie noch. Also, es geht noch. Aber es ist trotzdem schon laut mit Sirene. Aber das habe ich schon vielleicht so ein, zwei Minuten auch schon durchgehalten. Also, ich habe mich schon dran gewöhnt. Kann man mit Blaulicht auf dem Hof fahren? Das sieht man jetzt noch nicht. Jetzt. Wegen dem Einsatz habe ich das noch. Aber eins möchte ich noch zeigen. Und zwar und ja, wir können die Drehleiter auch steuern. Kann auch so machen. Wir können auch Sirenen anmachen. Nee, aber es ist schon geil. Man kann ja echt alles steuern. Und wir können auch so einmal die Türen aufmachen und so auch die Tore. Dann zeige ich euch das Fahrzeug mal richtig. Also Feuerwehr Mittelberg. Hier ist natürlich noch mein Kennzeichen. Das ist nämlich meine Feuerwehr hier. Hier sind dann noch Atemflaschen. Und alles weitere drinne, Schläuche, Hydrant, Werkzeugkasten, alles drinne. Hier ist dann noch die Drehleiter. Davon werden wir auch zwei Fahrzeuge holen, zwei Drehleiterfahrzeuge. Dann hier haben wir auch nochmal Schläuche, Lampen, Kettensäge. Moment, da kann ich mir auch gleich mal eine kaufen, damit wir auch die auch ins Spiel rausnehmen können. Mein Controller backt schon wieder. So. Genau die gleiche. So, dann haben wir hier noch einen Kasten, was weiß ich, was da drin ist, noch ein Kasten und das war's eigentlich. Ja, das war's eigentlich. Ach, hier ist noch Kompressor und alles drin, Feuerlöscher und Axt und alles.
Gut. Gut, für mich zumachen. Ist ein Fahrzeug schon drin, ein Feuerwehrfahrzeug. Dann können wir hier noch 4 Fahrzeuge reinfahren. Es wird nämlich eine richtige Feuerwehr hier. Die Feuerwehr Mittelberg. Reflektorenstreifen. Ja, kann man machen. Oh ja, da brauchen wir auf jeden Fall so eine. Wo die würden eher passen. Die würden auch eher zu Dings passen. Zum Drehleiterfahrzeug. Eine Bullbar. Plexiglas, Fanfare, Schwarz, Schwarz, Spanngurte, ja, Sonnenblende. Felgenfarben machen wir natürlich schwarz. Schwarzmetall. Na, dann bieten wir die erstmal. Ja, siehste. Geil. Geil, fahren wir den erstmal nach Hause. In Abschlepper. Schön hier auch mit Donuts drin. Rampen runter oder Rampen hoch? Ja, der passt rein, geil. Geil, der passt rein. Jetzt haben wir schon 2 Feuerwehrfahrzeuge. Das wird noch geil werden hier, ey. Das wird schon geil werden. Tür schließen. Nee, erstmal schön auf. So, was haben wir uns denn als nächstes? Am besten wäre so ein starker Dreher zum Fahrzeug rausziehen. Oder irgendwas mit Wintergerätschaften. Ja, Wintergerätschaften. Ganz wichtig. Ganz wichtig.
ganz, ganz, ganz wichtig. Habe ich gerade ganz oder ganz wichtig? Nee, ich habe ganz gesagt. Ich muss mal abgewöhnen. Ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig. Einfach nur ganz. Ich bin eine ganz wichtig. Doch, so Absperrdinger. Solche hier. So, dann war. Brauchen wir genau den gleichen Träger, den wir auch für Dings genommen haben. Für den Hof. Oder warte mal, wir können auch Geld sparen und den einfach dafür nehmen. Stimmt. Der ist das. Weil der wiegt hier mehr wegen Streusalz drin. So. Nee, allgemein, der ist schön für Schnee, falls es einen Schneeunfall gibt. Easy. Gut, jetzt wollte ich mir noch einen Van holen dafür. Dieses geile Drehleiterfahrzeug, ey, ist immer noch mein Highlight, ey. Sieht zwar, finde ich, von vorne ein bisschen hässlich aus, aber trotzdem. Hauptsache endlich mal ein Feuerwehrfahrzeug für PS4. Deswegen mag ich den so gerne.
Die bieten wir uns hier einfach, statt die zu kaufen. Egal, der lange werden muss sein. Nee, ich nehme die Folge jetzt einfach auf, dass mit heute wieder eine Folge kommt. So. Und dann wollte ich mir ja noch eine Drehleiter holen. Aber die passt hier nicht rein, die passt nur da vorne rein. Weil hier ist länger. Beste Leben. So, gut, fertig. Jetzt haben wir hier eine Feuerwehr. So, ich würde sagen, können wir auch gleich mal weitermachen mit dem Hof. Oder auch nicht. Gut, dann geht's jetzt los. Dann geht's jetzt los zum allerersten Einsatz. Der allererste Einsatz für die Feuerwehr. Das kann jetzt kurz, wir fahren jetzt auch mit Sirene, also müsst ihr vielleicht ein bisschen leiser machen. Bye.
Mach jetzt nicht schlapp. Super. So, sind wir angekommen. Hier irgendwo war nämlich ein Autounfall. Frag mich nicht, warum die Drehleiter mitgerufen haben. Hier irgendwo in der Richtung soll doch ein Autounfall gewesen sein. Kann es sein, dass es in, kann es sein, dass es in der, nee, das da steht, dass eine Windkraftanlage in Brand steht. Deswegen haben die Drehleiter gerufen. Na, das ist mal, ist der Einsatz, ne? Müssen wir nämlich versuchen, da hochzukommen. Ja, das wird nix. Obwohl, man kann es ja mal versuchen. Müssen nur weiter dran. Mein Gott. Ja, moin. So, wir sind jetzt hier ganz oben. Ja gut, wir kommen aber jetzt nicht nach ganz oben. Da drinnen brennt es halt.
Ich glaube, wir müssen die erstmal abfackeln lassen. Ja, ich glaube, wir müssen die abfackeln lassen. Da können wir jetzt nichts machen. Die anderen Fahrzeuge kommen, glaube ich, jetzt auch gar nicht. Wir können ja mal versuchen, die hierher zu bringen, aber Ziel setzen. Wo sind wir denn? Da oben. Fährt die auch? Warum fährt die nicht? Egal. Wir müssen jetzt hier erstmal gucken. Der Motor muss anbleiben. Mann. So. Ah, geht nicht auf, scheiße. Dann müssen wir sie, glaube ich, abfackeln lassen. Eine andere Möglichkeit haben wir, glaube ich, gar nicht. Ich meine, ich versuche jetzt mal nach oben zu klettern. Und dann vielleicht. Hier oben ist niemand. Aber da. Hier brennt ja gar nichts. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Einsätze hasse? Wo die einfach so anrufen, ohne erstmal zu checken, was überhaupt, wo überhaupt die Lage brennt. Na, jetzt können wir hier wenigstens sicher runter. So, dann geht's wieder nach Hause. Ich hasse es, Alter, ohne Grund die Feuerwehr zu rufen. Hier hat nichts gebrannt. Jetzt können wir erstmal. Jetzt habe ich mich festgefahren, oder was? Egal, wir können auch einfach das Fahrzeug zurücksetzen. Ist ja nur ein Fahrzeug. Mann, 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 ey. Umsonst die Feuerwehr gerufen. Wir haben jetzt umsonst die Fahrzeuge rausgefahren. Ich habe sogar noch versucht, die Fahrzeuge dahin zu hinzufahren zu lassen. Zum Glück sind die nicht dahin gefahren. Weil da hat ja gar nichts gebrannt.
Das ist halt das Ding. Das frage ich mich echt, warum man die Feuerwehr dann einfach ruft. Nur weil das da ein bisschen geraucht hat angeblich. Aber da hat er gar nichts geraucht. Noch nicht mal drin hat. Da war ja nichts drin. Bedeutet, wir haben das alles umsonst gemacht. Naja, egal. Gut, fertig. Feuerwehr Mittelberg. Das ist hier die Feuerwehr Mittelberg. Die haben sich hier auch jetzt eine hingebaut. Oder ich habe die Anfrage angenommen und haben die sich hier eine hingebaut. Ich arbeite jetzt auch mit. Naja. Naja. So, kann man da auch lang gehen. Muss man halt nur aufpassen. Der schöne Weihnachtsbaum. Schick. Der schicke Weihnachtsmarkt. Auch noch schön Tannenbäume zu verkaufen. Ist das hier bloß schön? Warten wir mal, gucken, ob er aufzukommt. Noch mein Controller.
Kommt da nicht. Doch, hier. Ah, danke. Oder kann er eigentlich auflassen? Falls dann doch mal Einsatzfahrten sind. Können wir hier eigentlich auch schließen. Und dann geht man direkt hier in die Umkleide rein und die dann so zur Drehleiter wollen, können einfach hier lang. Oder zur Drehleiter müssen. Ich liebe das, Alter. Naja, ich würde noch mal sagen, das war's dann auch schon mit der Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Und damit würde ich sagen, ciao, ciao.